Wake me up in San Francisco. Das war jetzt gerade super peinlich. Aber das ist unsere letzte Nacht hier, Leute. Ich freue mich so. Also, es war unsere letzte Nacht. Das war unsere letzte Nacht. Es ist Tag. Hey. Heute geht es nach Los Angeles und ich bin so froh, dass wir endlich aus dieser Bruchbude raus sind. Dieser Geruch hier, ne? Ein letztes Mal Fibres sprühen. Okay, den Rest sparen wir uns, weil wenn wir Pech haben, wird es in L.A. genauso scheiße. Danny ist jetzt nochmal schnell in der Innenstadt von San Francisco, denn der will sich noch ein Magnet kaufen, wo San Francisco draufsteht. Ja, ihr habt richtig gehört. Danny fährt extra nochmal in die Innenstadt, um sich ein Magnet zu kaufen. Es ist soweit. Wir müssen zu dieser Wohnung Tschüss sagen. Und ich freue mich sehr darüber. Tschüss, Wohnung. Ich werde dich nie wiedersehen. Und das ist auch gut so. Peel the avocado. Peel. The avocado. Es ist so schön warm hier. Endlich ist es warm. Wir sind jetzt nochmal beim Apple Campus, denn Dylan und Danny wollten sich gerne ein Apple T-Shirt kaufen. Ganz toll. Ey, die gibt's nur hier. Ja, die sehen aber scheiße aus. Also ist Maul. Auch egal. Bist du jetzt glücklich, Danny? Ja, ich bin mega glücklich. Der große Coffee-Taste-Test. Die ganzen Kaffees hier schmecken so ein bisschen wässrig. Wir haben jetzt einfach sau lange in diesem Restaurant verbracht und haben Mittag gegessen. Und jetzt müssen wir uns langsam mal beeilen. Wir sind jetzt ganz offiziell auf dem Weg nach Los Angeles. Wir fahren aber nicht den normalen Weg, sondern wir fahren direkt an der Küste lang. Das ist eine etwas längere Strecke und auch eine nicht ganz so gute Strecke, aber es ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Wir wissen aber nicht so ganz genau, wo wir da lang müssen. Deswegen fahren wir dann einfach so auf gut Glück immer am Meer entlang. Also wünscht uns auf jeden Fall Glück. Also wünscht auf dann. Wir sind gerade zum Beach gefahren. Oh mein Gott, sieht das hier schön aus. Hier sind so krasse Waves. Oh my God, what the heck is going on in our lives? Ist das schön hier? Das ist mein Teil, oder? Wir sind endlich mal an einem richtigen Strand, Danny. Das ist der zweite eigentlich. Ja. Das ist der erste richtige mit Wellen. Aber es ist der erste ohne Steine. Und der erste mit Wellen. Hey. Das ist wunderschön! Geh jetzt einfach weg! Ich bin einfach stehen geblieben, hä? Ja, ich bin dann weggegangen. Danny sieht einfach aus wie so ein kleines Kind, wie er auf seine Kamera guckt und dann so rumstolpert. Marvin! Hallo! Marvin! Marvin! Komm her, Marvin, komm! Guckt euch mal diesen Ausblick an. Das ist so wunderschön hier. Oh my God, look at this beautiful lizard. It looks so amazing. Oh my God, I can't stop looking at it. It looks so amazing. I love amazing lizards. How are you today? Es ist eigentlich voll krass, dass es dieses Vieh gar nicht abhaut. Ich bin voll nah mit dem mit der Kamera. Jetzt ist es weg. It's two of them. I think you can't even see them. But there's definitely two of them. It looks so amazing. There's one too. Look at this one. It's amazing. Komm mal hier runter. Es sieht so krass aus. There.
another amazing... Oh, it's gone. It's gone. Oh my God. What has happened to the amazing lizard? Ohne Witz. Wir sagen das zwar ziemlich oft, aber das ist mal wieder der schönste Ort, an dem wir jemals in unserem ganzen Leben waren. Guckt euch bitte diesen Ausblick an. Da denkt man, es kann nicht noch schöner werden. Dann fährt man um die Ecke und tatsächlich sieht man wieder den schönsten Ausblick seines ganzen Lebens. Niemals in aller Welt hätte ich das hier erwartet. Guckt euch mal an, wie groß diese Schilder sind. Man denkt immer gar nicht, wie groß die sind, aber guck mal, wie riesig dieses Schild ist. Das ist mega groß einfach. Das ist der Obershit, Leute. Das ist das größte Schild, das ich hier in meinem Leben gesehen habe. Look at this amazing beach. It looks so amazing. Okay, es wird ganz, ganz dringend Zeit, die Drohne starten zu lassen. Aua! Was war denn jetzt? Ich bin auf den Stein gedreht. So, Danny, dann tank jetzt mal bitte. Hast du schon eine Ahnung, wie es geht? Ja, mittlerweile schon. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind angekommen in Morro Bay und suchen jetzt hier ein Hotel, beziehungsweise hoffen wir, dass jetzt hier noch ein Hotelzimmer frei ist. Ich weiß nicht. Wir haben endlich unser Hotelzimmer. Mein Akku war gestern auf einmal leer. Guckt mal, wir sind jetzt im Hotelzimmer. So sieht es aus. Jetzt ist es nicht mehr schön. Ja. Der Film ist, als wir reinkamen. Ja, da war mein Akku leer. Da kann ich da was hier? Nö, aber nichts. Auf jeden Fall hatten wir eine sehr, sehr angenehme, vor allem warme und trockene Nacht hier. Es ist so schön. Es ist wirklich wunderschön. Habt ihr schon mal so ein deliziöses Frühstück gesehen? Da schmilzt man doch regelrecht dahin, genau, oder? Wie das Plastik, weil du es mit der Mikrowelle getan hast. Halt doch die Klappe, Dylan. Goodbye, beautiful Morro Bay. You have been wonderful. Obwohl, es ist ganz schön bewölkt. Vorhin war es noch mal ganz kurz sonnig und jetzt ist es schon wieder bewölkt. Aber guckt euch mal die ganzen schönen Palmen hier an. Oh, es sieht so schön aus. Stellt euch mal vor, ihr wohnt hier. Es ist so schön. Hoffentlich steht hier niemand, der mich gerade anguckt. Einfach mal random. Oh, alles voll mit Salat hier. Wir sehen hier einen Joey in freier Wildbahn. Er ist... Er verhält sich so wie normal auch. Was mache ich hier? Och, Dylan! Hast du sehr gut gemacht. Komm schon! Och, Mann! Okay, los. Back on the road. Guck mal, wo wir sind! Wow! Wow, Dylans Haare! Wow! Ich liebe Möwen, die sind so süß. Guck doch mal, ey. Die ist so niedlich, ey. Hey, Süße. Komm mal her zu mir. Hey, Möwin. Hey. Hey, Möwin, ich geh'n. Was gehst du, ey? Yeah, you're doing that good, girl. Woo! Yeah, show me your butt. Look at this amazing pigeon. It looks so amazing. Oh.
Oh mein Gott. Ich war hier gerade an einem Klo direkt am Strand und hier sind diese Klos, also auch die Klos, also die Klos, die auch eigentlich in Kabinen sind, sind hier auch ganz normal wie die Urinale. Also man kann beim Kacken zugucken. Das habe ich noch nie gesehen. Das war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe gerade einen kackenden Mann gesehen. Vom scheißenden Mann direkt ins Restaurant. Wir gehen jetzt lecker Fish and Chips essen. Richtig guter Übergang ein. Ja, gell? Beste Transition. Immer wenn ich Scheiße sehe, kriege ich so Hunger. Ich hoffe einfach nur für dich, dass hier gerade keine Deutschen in der Nähe waren. Healthy unterwegs heute. Seht euch mal rein, wie viele Palmen hier gerade sind. Ja, natürlich sieht man jetzt genau wieder keine. Alles voller Palm Trees. Und hier ist das Meer. Oh. Hier ist überall Stau. Was soll der Scheiß? Joey, das sieht super bequem aus. Ja. Und es ist gerade aufgefallen, dass es hier mega so aussieht wie auf der Neverland Ranch von Michael Jackson. Und ich habe gerade geguckt, wo die ist. Es ist einfach mal 9 Minuten von hier. Okay, jetzt du, Danny. Was soll ich denn machen? Ja, irgendwas lachen mit deinen Armen fuchteln. Wie so ein Klopfen. Komm, mach nochmal irgendwas. Was? Mach mal so. Und dabei fuchteln mit deinen Armen. Was? Ja. Und wenn ich nicht mehr kann, denk ich daran. Schalalalala. My heart goes tra-la-la-la-la. Leute, ich habe gerade einfach nur noch mal aus Spaß geguckt, wo wir eigentlich sind und wir haben rausgefunden, dass wir in dem Stadtteil Inglewood wohnen. Dann habe ich mal gegoogelt, wo man so in Los Angeles nicht hingehen sollte und da stand da definitiv nicht Compton und Inglewood, weil da ein Haufen Gangs und sonst irgendwas ist. Auf jeden Fall ist uns gerade allen richtig schlecht geworden. Wir hatten so Angst, dass wir getötet werden. Es hieß im Internet, man darf nicht in eine falsche Straße abbiegen, weil sonst diese Gangs das als Kriegserklärung sehen und uns abstechen wollen. Wir waren so voll fertig mit unserem Leben gerade. Auf jeden Fall haben wir gerade die gute Frau, der das Airbnb gehört, angerufen und sie meinte, wir können uns beruhigen, wir leben auf der anderen Seite vom Highway, also wir sind nicht in Inglewood, sondern in Westchester und das ist sicher dort. Oh mein Gott, ich hatte so Angst einfach. Also wir werden auf jeden Fall nie auf die andere Seite laufen. Ja, nee, definitiv ich will gar nicht laufen da. Ja, nee, wir laufen am besten gar nicht. Leute, ich könnte gerade heulen. Stell dir mal vor, wir hätten auf der linken Seite gewohnt. Den hätte einfach aufs Fenster gucken müssen, der hätte mir dazugehört. Nein! Wir sind angekommen, Leute. Wir haben die geilste Wohnung überhaupt. Oh, wir sind so froh, ey. Wir hatten echt so unglaublichen Schiss jetzt hier. Und jetzt gehen wir erstmal unser Zeug holen, weil wir sollten trotzdem nicht im Dunkeln nach draußen gehen. Ja, wir werden uns erschossen. Aber unser Internet ist gut, das heißt, ihr werdet ganz viele Videos sehen können. Woo! Guten Morgen, Freunde. Es ist der nächste Tag. Wir waren gestern alle so fertig. Ich musste mein neues Video noch hochladen, dass ich ganz vergessen habe, meinen Vlog zu beenden. Und das war's auf jeden Fall. Wir sind in Los Angeles. Woo! Und es ist so schön hier. Ihr habt wahrscheinlich schon die Roomtour gesehen. Und ja, das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich euch wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.